werden es am Dialekt noch hören, ja. Ich lebe schon seit 30 Jahren hier, so das ist inzwischen meine Heimat geworden. Ich komme ursprünglich aus Rheinland-Pfalz, aus dem Westerwald, Montabaur. Hier haben wir schon auf der rechten Seite, das ist ein Einkaufszentrum, Wohnzentrum, ganz exklusiv. Das war früher eine Werft, also direkt hier unten am Fjord stand eine Werft und die wurde 82 geschlossen und da hat man dann aus dieser Werft exklusives Wohn- und Einkaufszentrum gemacht. Das Rathaus übrigens von innen, das ist fantastisch dekoriert mit norwegischer Kunst. Also es ist wirklich speziell von innen und es ist auch auf für ihn. Also wenn Sie hier übernachten würden, Zeit hätten, da muss man auch mal ins Rathaus gehen. Das ist auch fürs Publikum jeden Tag von morgens um 9 bis im Winter bis um 4 nachmittags und im Sommer bis um 5, auch samstags und sonntags. Also das ist so die gute Stube der Bewohner der Stadt und das kann jeder benutzen. Und es lohnt da reinzuschauen, also es ist wirklich fantastisch hübsch von innen. Ansonsten, das Rathaus wurde 1950 eröffnet und das ist der Sitz der Verwaltung der Stadt. Da sitzt also der Bürgermeister. Heute kommt der König. Ich weiß jetzt nicht wann, ob es um 10:30 ist oder was. Es wird, wir haben dieses Jahr das Polarjahr. Das ist irgendwie ein internationales Polarjahr. Und das wird heute eröffnet durch den König hier. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das ist. Das ist der Rathauskai hier. Ansonsten ist da alles frei, ne? Ja. Ich meine, es wäre um 11 Uhr, wird der König hier dann erscheinen. Der König hat ja Geburtstag, haben Sie es mitgekriegt. Unser König ist 70 geworden. Das war letzte Woche, Mittwoch, am 21. Februar. Das ist groß gefeiert worden, 4 Tage lang. Und am 4. Juli, da wird die Königin 70. Da wird dann nochmal gefeiert. Hier rechts neben uns die alten Gebäude und Mauern. Das gehört zur Festung. Das ist die Akershus-Festung, unsere Festung hier aus dem Mittelalter. Die ist inzwischen 708 Jahre alt. Riesiges Gebiet, das Festungsgebiet. Also heute, das hat mit Festung nichts mehr zu tun. Das ist Eigentum des norwegischen Staates. Das Militär, die haben ihr Hauptquartier in der Festung drin. So, das sind Büros, Ausbildungsstätte des Militärs. Sieht ja aus wie eine Burg, das bisschen dunklere Graue. Das war oder ist gebaut worden als Schule für die Seefahrer. Heute das ist auch immer noch eine Schule, aber mit Seefahrt hat es nichts mehr. Das ist also die königliche Yacht. Das ist die Akerbrücke. Wir sind eben von hinten gekommen. So, das ist dieses heute exklusive Wohn- und Einkaufsviertel der Stadt. Und direkt dahinter steht ja dann die Kielfähre. Hier nochmal die Nordica, das Königsschiff. Das Königsschiff, das ist ja ein altes Schiff, auch bescheiden. Das gebaut wurde das 1937 und die Königsfamilie hat das 1947 nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier ist das Festungsgebiet rechts neben uns, das ist der Festungsplatz hier. Das gelbe Haus war früher das Haus des Kommandanten. Dann haben wir das Nationalmonument auf der rechten Seite. Und wenn man über die Brücke geht, nach links rüber, da was Sie gerade so sehen, das ist die alte Burg gewesen. Oder das Ganze ist ja mal als Burg, als Schloss, als Königssitz erbaut worden und dann im Laufe der Jahre immer wieder vergrößert worden, verstärkt worden, erweitert worden, zur Festung gemacht worden. Und wie gesagt, heute gehört es dem Staat. Aber das königliche Mausoleum, das liegt in der Festung drin und auch die königliche 20 hat man ihr den ursprünglichen Namen Oslo zurückgegeben. Und der Name Oslo, der kommt von den Wikingern. Das waren die Wikinger, die die Stadt aufgebaut haben, die haben sie auch entwickelt und die haben auch die Stadt so benannt. Und wenn man den Namen übersetzt oder die Silben von Os und Lo, das könnte bedeuten, die Ebene am Fuß des Hügels. Und Oslo entstand ja am Fuß des Egebergs. Also das passt. Oben in der Höhe das königliche Schloss. Das ist jetzt auch der beste Blick aufs Schloss von hier. Wir kommen noch etwas näher bis zu der zweiten Ampel, aber weiter geht's nicht mehr groß. Es hat jemand nach Hardrock Café gebracht. Das ist direkt hier auf der rechten Seite. Hier an der Ampel auf der rechten Seite. Das ist unser Hardrock Café. Das ist ja noch ganz neu. Ich glaube, das ist noch nicht mal ein Jahr alt. Letztes Jahr irgendwann haben die aufgemacht. Das Schloss, das ist Wohnsitz, Arbeitsplatz des Königs. Also oben im zweiten Stock, da wohnt König Harald und seine Frau Königin Sonja. Da haben die ihre private Wohnung. Aber die Königskinder, der Kronprinz Håkon Mette Marit und die Kinder, die wohnen nicht in Oslo und hier wird Jura studiert. Aber ansonsten haben wir eine neue Universität. Ja, ja.
ans Schloss dran. Sie können oben gehen. Ich glaube, es gibt kein anderes Schloss in der Welt, das bewohnt ist vom König, wo man so nah dran kann wie hier in Oslo. Das ist ein Gebirge. Deshalb dieses seltsame Form des Schiffes. Nansen ist dann los, 1893. Ich zeige es Ihnen mal auf der Karte. Er kam ja nie. Nie ganz am Nordpol an. Der Nordpol liegt ja auf dem 90. Breitengrad. Hier haben wir Nordnorden. Und es gibt einen Strom. Also die Zeugung wird schon immer, der kommt aus Asien. Der treibt und nicht. Die Kirche, das ist eine der 28 Stabkirchen, die wir noch haben. Das ist sicher nicht besser geräuschig.